Das mit der Übertragung. Okay, hier ist Andrea. Zwei Andreas. Hallo, willkommen. Christina, Dorothee. Schön, dass du da bist, Dorothee. Schön, dich zu sehen. Hallo, Gisela. Hallo, Heide. Und Helga. Hallo, Weida. Und Walraut. Hallo, willkommen. Barbara. Hallo, willkommen. Super. Okay, es ist heute eine andere Zeitreferenz, eine Raumzeitreferenz. Wir haben extra für dich einen neuen Hintergrund gewählt, damit es nicht zu langweilig wird. Weil das hier vorne ändert sich nämlich immer nicht. Man kann hier nichts dran ändern. Aber das Bild steht. Okay, vielleicht nochmal. Okay, ist das bei euch allen so? Steht das Bild oder ist es nur bei Gisela und bei Andrea? Okay, das Bild läuft nicht. Hallo Regina. Tut sich daran was? Oder ist es jetzt wirklich komplett okay, aber hören könnte mich auch nicht. Okay. Moment. Und gib mir einen Moment, ich werde jetzt nochmal neu starten und hoffen, dass es dann besser funktioniert. Okay. Okay, klappt das jetzt? Okay. Ah, super. Fantastisch. Hallo Vera, schön dich zu sehen. Okay, willkommen. Also, perfekt. Also wir sind in der letzten, wir brauchen ja immer Sequenzen. Wir sind in der letzten Folge einer Sequenz. Und die Lektion in dem und in allem ist, wir brauchen nichts zu tun. Also du tauchst einfach nur auf. Du kommst einfach nur in diesen Augenblick und erkennst tatsächlich, ich brauche nichts zu tun. Oder vielmehr die Erkenntnis, ich kann auch nichts tun. Die Referenzen, die du verwendest, um die ich verwende, ich spreche immer nur von mir, von meiner eigenen Erfahrung. Die Referenzen, die ich verwende, die man als konzeptueller Geist verwenden kann, sind alle samt nicht existent. Die sind alle nicht da. Das ist alles nur ein Konstrukt in meinem Geist. Wir kommen uns quasi selbst auf die Striche, dass wir die, auf die Schliche, dass wir die ganze Zeit uns selbst an der Nase rumgeführt haben. Wir haben uns selbst Regeln ausgedacht und dachten dann, wir müssten sie befolgen, obwohl sie nichts mit Wirklichkeit zu tun hatten. Und auf gewisse Art und Weise ist das hier, diese Zusammenkunft, ein Aufmerksammachen zum einen, ist ein Aufmerksammachen auf, hey, schau mal, all das, was da in deinem Geist vor sich geht, womit du dich gefangen setzt, gefangen hältst, ist gar nicht wirklich da. Es sind deine eigenen Gedanken, die du selber konstruiert hast, um dich von deiner Wahrheit, der vollkommenen Liebe, getrennt zu halten. Ein unmögliches Unterfangen, nur möglich in Träumen. Und das ist das hier. Das ist dein Traum. Das ist dein Traum mit allen Akteuren, mit allen Szenen, mit allen Hintergründen und allen Bühnen, du als Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann, Lichtausstatter, Hauptdarsteller und Komparse. Du legst den Projektor ein und schaust dir den Film an. Das ist das, was das hier ist. Da ist nichts, was hier passiert, was getrennt von dir passiert, getrennt von deiner eigenen Idee über dich selbst, wie du dich sehen möchtest. Und ich vermute, und ich vermute es wirklich nur, weil ich kann es nicht sagen, ich vermute, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dass du das jetzt hier nutzt, dass du die Welt, das, was du wahrnimmst, nutzen möchtest, um
nach Hause zurückzukehren und dein Gewahrsein dorthin zu bringen, wo du schon bist, im Himmel. Und dazu nutzen wir diesen Augenblick, dazu nutzen wir diese Zusammenkünfte, um uns zu erinnern, dass es nicht schwer ist, dass es keine Zeit dauert. Hallo Gita, hallo Gita, willkommen. Dass es eine Reise ohne Distanz ist, räumlich als auch zeitlich. Und dir alle Wunder zur Verfügung stehen, um das in diesem Augenblick für dich geschehen zu lassen, in Gesamtheit. Das ist die Macht deiner Entscheidung, die du treffen kannst. Also nichts hält dich auf, nichts hält dich zurück. Kein Drama aus der Vergangenheit, kein vergangenes Gelerntes kann dich zurückhalten. Denn wir treffen nur eine simple Unterscheidung. Wir lernen nur eine einzige Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für die Wahrheit und nicht für Dunkelheit. Diese Unterscheidung zu treffen, was ist, dafür dient ein Kurs im Wundern. Ein Kurs im Wundern ist kein konzeptuelles Lehrwerk. Es lehrt dich keine neuen Konzepte, die du zu dir selbst hinzufügen kannst, sondern es hebt das auf, was du über dich selbst glaubst. Und über Gott und über den Kurs und über Jesus. Über diesen Augenblick, über deinen Bruder. Ich wollte dir auch zum Anfang gleich etwas mitgeben. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir haben morgen noch eine Klasse zusammen, ob wir vor Silvester noch eine, vor dem neuen Jahr noch eine Klasse haben werden, abgesehen von der morgen. Und diese eine Idee, die ich dir mitgeben möchte, einfach eine Raumzeitidee, eine Raumzeitidee, um Raumzeit zurückzulassen, ist aus Lektion 42, Gott ist meine Stärke, die Schau ist seine Gabe. Und da gibt es den Absatz, Gott ist in der Tat deine Stärke und was er gibt, ist wahrhaft gegeben. Also Gottes Stärke ist dir gegeben. Alle Macht ist dir gegeben im Himmel und auf Erden, das wissen wir schon seit der Bibel. Das bedeutet, dass du es zu jeder Zeit und an jedem Ort empfangen kannst, wo immer du bist und in welchen Umständen du dich auch immer befindest. Deine Reise durch Zeit und Raum ist nicht dem Zufall überlassen. Deine Reise durch Zeit und Raum ist nicht dem Zufall überlassen. Du kannst nicht anders, als zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Dergestalt ist Gottes Stärke. Dergestalt sind seine Gaben. Okay, wir sind, da knüpfe ich an etwas an, worüber wir gestern gesprochen haben. Wir sind nicht aus einem Selbstzweck hier, sozusagen. Wir sind nicht dazu, wir sind nicht aus dem Grund hier, um uns in dem zu bestätigen, was wir über uns denken. Genau das Gegenteil. Wir sind hier, um das aufheben zu lassen, was wir über uns denken. Durch die Stärke, die dir gegeben ist. Ich mache das nicht selber. Ich bin nicht derjenige, der meine Konzepte aufhebt, sondern ich stehe dafür zur Verfügung. Oder halt auch nicht. Das ist die eine Entscheidung, die ich treffen kann. Okay, also lass uns das hier verwenden, diesen Augenblick. Du bist zur rechten Zeit am rechten Ort. Alles ist dir gegeben und es steht eine Verbindung zur Verfügung, die augenblicklich kommuniziert. Vielleicht nimmst du es als Kribbeln wahr oder als Energie oder als Langeweile, als nichts passiert, ich spüre nichts. Aber genau im Nicht-Spüren, ich spüre nichts, ist eine Menge Energie. Da ist alles drin. Da ist eine Menge Kribbeln im Nichts-Spüren. Jetzt einfach das. Wir arbeiten nicht wirklich auf etwas hin. Es ist kein bestimmtes Ergebnis, was wir erlangen, worauf wir abzielen sozusagen. Das würde verhindern, dass wir überhaupt irgendwo hinkommen, dass wir irgendwas erlangen. Es ist
Einfach dieser Augenblick, in dem wir für einen Augenblick tatsächlich den Kurs als Referenzsystem verwenden. Aber der Kurs selber ist nur eine Idee, ein Angebot, eine Einladung, über all diese Referenz, über diesen Referenzrahmen hinauszugehen. Okay, wer bist du ohne Referenz? Wer bist du ohne Kontrolle über die Wirklichkeit, ohne zu bestimmen, was das hier ist? Und schau, da geht eine Menge ab. Das ist das hier und jetzt ist das und vielleicht ist es das, wovon spricht er? Kenne ich schon? Habe ich gehört? Ja, stimmt. Ah, nein. Das ist nicht das, worum es geht. Auf gewisse Art und Weise ist das ein Versuch, die Konzepte tatsächlich, sie sind da, die Ideen sind da. Wir können nicht einfach sagen, okay, ich höre jetzt auf zu denken und das war's. Wenn du das kannst, super, dann möchte ich mich gerne mit dir unterhalten und schauen, wie du das machst. Aber es geht einfach darum zu erkennen, dass all das, was hier sich so abspielt, wirklich keine Relevanz für irgendetwas hat. Es hat keine Bedeutung. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen eine bedeutungslose Welt. Und das ist wahr. Es ist eine unmögliche Situation, in der du dich befindest, denn du erkennst, dass, ah ja, es ist bedeutungslos. Ich glaub, da, oder vielleicht denkst du, du kannst damit noch was anfangen, du kannst dein Leben dann mit diesen Gedanken bestreiten, du kannst damit was Tolles machen, du kannst kreativ sein und ein Business aufbauen oder deine finanzielle Lage irgendwie regeln. Ja, aber dieses Potenzial ist aufgebraucht. Du siehst ja, wo es dich hingebracht hat. Es hat dich in eine Welt gebracht, die nicht existiert. Und vielleicht ist es okay, vielleicht ist es ja, es läuft ja ganz gut. Das ist ja gar nicht so schlecht, das ist ja ein Happy Dream, das ist ein glücklicher Traum letzten Endes. Das ist ja alles okay. Aber genau, du weißt genau, es ist nicht okay. Es ist nicht, es ist klar, es ist okay. Aber du spürst, dass du dich in der Kleinheit halten musst, um deine Identität zu rechtfertigen. Und du merkst, dass das nicht wirklich rechtfertigbar ist vor dir selber. Ja, ich weiß das mehr. Ich weiß genau das mehr und ich habe keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, wie ich an dieses Meer rankomme. Wie mache ich das Meer für mich zugänglich? Vielleicht tue ich einfach so, als wär alles schon so okay. Es wird schon irgendwie passieren. Und Jesus sagt, okay, du musst echt wachsam sein gegenüber deinen Gedanken. Denn ja, sie sind bedeutungslos, aber sie sind nicht neutral. Sie bringen eine Welt hervor und scheinbare Wirkung, nämlich Angst, Schuld, Beklommenheit, das Gefühl von Bedeutungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit, warten zu müssen auf den Tod, bis irgendwas passiert, hoffentlich, vielleicht. Vielleicht hebt dich dann ja Gott raus und dein Geistestraining war gut genug, hat gereicht. Und du musst nicht nochmal, oder du fühlst dich nicht gezwungen, nochmal einen Körper zu machen. Du kannst dann nochmal einen machen, kein Problem. Das ist wirklich, niemand beurteilt dich. Du kannst nur dich selber beurteilen. Auch in deinem, und verstehe mich nicht falsch, der Wahnsinn geht weiter. Wenn du einen Kurs in Wundern machst, verwendest du auch den Kurs, um dich weiter im Wahnsinn zu halten. Bin ich gut genug dabei oder bin ich eher schlecht dabei? Wie stehen die anderen? Wer hat die und die Erfahrung? Und ich, naja, manchmal habe ich auch eine Erfahrung. Ist da noch ein bisschen was drin? Nein, das ist das alte Denksystem. Und genug davon, genug davon. Es ist nur möglich. Wir versuchen das Unmögliche, aber auch das Unvermeidbare. Nämlich nur ein Denksystem übrig zu behalten. Momentan sind da zwei. Das Denksystem des Heiligen Geistes und das Denksystem des Egos.
Und der Konflikt ist sehr irritierend und kann keine konsistenten Lernerfahrungen hervorbringen. Deswegen, okay, du bist zur rechten Zeit am rechten Ort, immer. Gottes Stärke ist deine Stärke. Dir ist alles gegeben. Kümmere dich nicht um Raumzeit. Dort ist alles gegeben. Kümmere dich nicht um Geld. Mach dir bitte keine Sorgen um Geld. Mach dir keine Sorgen um deine Beziehung. Du kannst niemanden hier verletzen. Unmöglich. Du kannst nicht verletzt werden. Unmöglich. Außer durch deine eigenen Gedanken. Deine eigenen Angriffsgedanken. Okay, gut. Jetzt sind wir in einem Feld, wo wir arbeiten können. Es ist kein Grund, niedergeschlagen zu sein, sondern zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wo ich arbeiten kann. Jetzt weiß ich, wo ich ansetzen kann. Okay, in meinem eigenen Geist, in meinem eigenen Denken. Niemand tut mir etwas an. Ich sehe die Wirkung meiner eigenen Gedanken und ich kann meine Gedanken darüber über alles ändern. Ich kann jeden meiner Gedanken ändern. Okay, dann ans Werk. Denn es kommt Guten Abend, Aurelia. Denn jetzt gibt es ein Ziel, was wirklich erreicht werden kann. Vorher hatten wir nur das Ziel zu sterben. Und das konnten wir nicht erreichen. Wir haben es über 1000 Mal probiert, jeder von uns. Wir probieren es buchstäblich in jedem Augenblick, in dem wir uns nicht erinnern, wer wir sind. In dem wir uns nicht erinnern, dass wir nicht das hier sind. Es geht nicht um das Verleugnen des Körpers, aber es geht darum, ah, Moment, es gibt eine Alternative. Ich will die Sühne für mich akzeptieren. Ich kann alle verletzenden Gedanken verändern. Absolut. Vater, in deine Hände befehlige ich die Gesamtheit meines Geistes. Lass uns auf diese Reise gehen. Lass mich auf diese Reise gehen. Eine Reise ohne Distanz. Und vielleicht erkennst du, dass du eigentlich gar nicht willst, dass Gott da ist. Vielleicht willst du ihn gar nicht, vielleicht entdeckst du, dass in dir der Wunsch ist, ihn gar nicht zu erkennen. Weil du glaubst, dass er dir das hier alles angetan hat. Wieso hat er dich hierher geschickt? Was soll das Ganze? Wieso weißt du nicht, wer du bist? Wieso hast du vergessen, was das alles ist? Wie konnte er dir das antun? Oder wieso erinnert er dich nicht einfach daran, wer du bist? Weil Gott hier mit nichts wirklich zu tun hat. Er erinnert dich in jedem Augenblick daran, wer du bist. Aber er hat die Welt nicht gemacht. Er hat sie nicht erschaffen. Es ist mein eigenes Machwerk. Und deswegen kann ich auch wählen, zurückzugehen. Die Alternative, die Antwort, ist mir in jedem Augenblick gegeben. Und wenn du dich in einer unmöglichen Situation befindest, herzlichen Glückwunsch. Es gibt keinen Ausweg mehr für dich, außer zu sagen, okay, Hilfe. Nicht von mir selber aus mache ich das, sondern ich lasse mir zeigen, wie jetzt der nächste Schritt auszusehen hat. Dieser nächste Schritt, der jetzt zu folgen hat, der muss mir gegeben sein. Denn meine Schritte, ich weiß, wo meine eigenen Schritte mich immer hinführen, nämlich genau in diese unmögliche Situation. Jetzt mache ich was Neues und ich mache den Schritt nicht alleine. Vater, Hilfe. Heide kann ein Lied davon singen. Und sie tut es. Man kann es hören. Ja, danke, Andrea. Also, bist du bereit, deine Konzepte, deine Ideen über dich sich wandeln zu lassen? Bist du bereit, die Veränderung zuzulassen? Es ist eine Veränderung und wir wollen keine Veränderung, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Uns wird nichts geschehen, wenn wir die Veränderung zulassen. Es ist eine Veränderung. Es ist eine Veränderung. Und es ist eine gute Veränderung. Bist du bereit für die Veränderung? Bist du bereit für einen Neubeginn in diesem Augenblick? Bist du bereit, du selbst zu sein, aber nicht so, wie du dich jetzt wahrnimmst? Die Frage kannst du für dich selber beantworten. Bin ich das bereit? Es ist eine ehrliche Frage. Es ist keine moralische Frage. Bist du ein guter Schüler oder nicht? Zeig's mir. Ja, so ist es nicht gemeint. So bin ich bereit, Veränderungen zuzulassen, auch wenn ich Angst vor der Veränderung habe.
Wer werde ich sein? Wie werde ich meine Brötchen verdienen? Okay. Ich bin mir darüber gewahr, dass ich im Gefängnis von Wahrnehmung gefangen bin. Ich selber finde den Weg nicht raus. Was mich rausführen wird, ist eine Veränderung in meiner Wahrnehmung von allem und jedem. Und mir selber. Bin ich bereit dafür? Ja, ich bin bereit dafür. Wie auch immer es aussieht, wie auch immer es aussieht. So klein oder so groß, wie ich sein möchte. Ja, so klein oder groß, wie ich sein möchte. Ich nehme an, einige von euch sind mit dem Übungsbuch vertraut von einem Kurs im Wunden. Und ich möchte dir was aus Lektion 194 vorlesen. Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Der heutige Gedanke macht einen weiteren Schritt auf eine rasche Erlösung zu. Und das ist für wahr ein Riesenschritt. So groß ist die Entfernung, die er umfasst, dass er dich kurz vor dem Himmel absetzt, wo das Ziel in Sicht ist und die Hindernisse hinter dir sind. Dein Fuß hat die Gefilde erreicht, die dich am Himmelstor willkommen heißen, den stillen Ort des Friedens, wo du mit Gewissheit Gottes letzten Schritt erwartest. Wie weit schreiten wir jetzt von der Erde fort? Wie nahe kommen wir unserem Ziel? Und wie kurz ist die Reise, die noch zu unternehmen ist? Nimm den heutigen Gedanken an und du hast alle Ängste, alle Abgründe der Hölle, und die Schwärze der Depression, die Sündengedanken und die Verwüstung, die die Schuld mit sich brachte, hinter dir gelassen. Ich lese aus einem Kurs in Wundern vor, erschienen im Holthof Verlag. Nimm den heutigen Gedanken an und du hast die Welt von jeder Gefangenschaft befreit, da du die schweren Ketten gelöst hast, die das Tor zur Freiheit vor ihr verschlossen hatten. Du bist erlöst. Du bist erlöst. Du bist erlöst. Sohn Gottes. Du bist erlöst. Und deine Erlösung wird damit zur Gabe, die du der Welt gibst, weil du sie empfangen hast. Bist erlöst von deinen Gedanken, die dich gefangen nehmen. Okay, und die Gabe ist in diesem Augenblick. Sorge dich nicht um die schwarzen Wolken, die diesen Augenblick umgeben. Du bist jetzt der Erlöser. Was auch immer das bedeutet. Im Himmel ist es nichts Tolles, ein Erlöser zu sein. Im Himmel gibt es keine Erlöser. Das ist nichts Besonderes. Obwohl es ist was das einzig Besondere, was man haben kann, Erlöser zu sein. Aber dann ist man auch froh, dass es vorbei ist. Du einfach wieder der Sohn Gottes sein kannst. Das ist nichts, womit man angeben kann. Also Erlöser, temporäre Funktion, die du als Gottessohn hast. Stör dich nicht an den dunklen Wolken, die diesen Augenblick umgeben. Geh an ihnen vorbei. Ja, danke. Das ist die Entscheidung, die hilfreich ist, die jeder spürt. Wenn du die Entscheidung triffst, erinnert sich jeder daran. Es ist jedem verfügbar. Es ist jedem verfügbar. Lass uns die Idee vergessen, dass wir uns kennen als Raum-Zeit gestalten. Ja, wir hatten eine tolle Geschichte zusammen. Aber sie führt uns hierher, damit wir sie hier zurücklassen. Du kannst sie nachher wieder aufsammeln, wenn du möchtest. Denn es sind schöne Ideen dabei. Und die sind ewig. Aber für jetzt, lass uns das alles vergessen. Lass uns das alles ablegen. Erinnerung ist kein kleines Ding. Es ist keine kleine Währung. Erinnerung ist die gesamte Währung, die es hier gibt in Raumzeit. Du kannst sie nutzen oder nicht. Du kannst sie jetzt nutzen oder später.
Aber wieso solltest du sie jetzt nicht nutzen? Was ist wertvoller? Was ist wertvoller, als dich zu erinnern, dass du vollkommen sinnlos bist und die Erfahrung für dich zugänglich zu machen? Das andere, was wertvoller wäre, wäre Dunkelheit in einem wahnsinnigen Denksystem. Und das ist keine wirkliche Wahl. Es ist keine Wahl, die deiner würdig ist. Du kannst die Wahl treffen und in der Tat treffen wir sie in jedem Augenblick. Aber jetzt ist der Augenblick, wo wir sagen können, nee, Moment, keine Toleranz mehr dem gegenüber. Für jetzt keine Toleranz. Für dieses Zusammenkommen keine Toleranz. Und lass uns schauen, was stattdessen gegeben ist. Lass uns wirklich hinschauen. Nicht nur so, das ist ja irgendwie bin ich ja sündenlos. Wird schon alles passen. Das ist viel mehr gegeben. Es ist viel mehr gegeben und es erfordert deine Achtsamkeit. Bleib in dem Augenblick. Bleib in der Verbindung mit deinem Bruder. Bitte Jesus um Hilfe. Bleib bei Jesus. Nutze jegliche Referenz, die du finden kannst, als Lichtidee in dir. Es kann eine Lektion sein, es kann irgendwas sein, was du in dir als Licht erkennst oder was der Heilige Geist verwendet, um dich zu führen aus der Dunkelheit ins Licht. Was auch immer es ist, sei präsent. Nutze eine Emotion, nutze einen Schmerz, auf den du genau schaust und erkennst, ha, da ist gar nichts. Deine Entschlossenheit, nicht tolerant zu sein mit Schmerz und mit Trennungsgedanken, bringt dich einen Riesenschritt weiter. Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Kümmere dich nicht um Zeit. Lass das Annehmen der Sühne deine einzige Funktion sein, deine einzige Verantwortung, die du hast. Okay, ich akzeptiere die Sühne für mich selbst. Und der Wandel, von dem wir gesprochen haben, kann passieren. Schau, dein Geist ist in jedem Augenblick super aktiv. Du kannst die Frage stellen in deinem eigenen Geist, welches Anwenden meines Geistes macht mich glücklich? Was ist es? Und die Antwort ist nichts Konzeptuelles. Die Antwort bringt eine erfahrbare Bestätigung mit. Probier es aus wie ein neues Spielzeug oder was es nicht ist, denn es ist ja viel mehr als ein Spielzeug. Oder als eine neue Idee, eine neue unendliche Idee, die dir gegeben ist. Denn sie hat das Potenzial, die Unendlichkeit für dich aufzuschließen. Welche Funktion macht mich glücklich? Es ist eine offene Frage. Und du bist einfach bereit zu empfangen. Du bist bereit zu sehen. Ja, danke.
Ja, und das ist der Konflikt zwischen zwei Denksystemen. Du musst dich für eins entscheiden. Es ist kein Verlust, das alte Denksystem abzulegen. Und es hält dich auch nicht gefangen. Es hat keine Macht, dich gefangen zu halten. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Du hast massive Verteidigungen aufgebaut, um dich zu überzeugen, dass du gefangen bist. Aber es sind alles nur deine eigenen Gedanken. Deswegen ist deine Entscheidung unendlich mächtig, weil es dir die Erfahrung von zwei komplett entgegengesetzten Welten geben kann. Wähle die Liebe. Wähle deine Unschuld. Wähle die Heiligkeit, die in allem ist. Und nur das. Nicht als untergemixt zu ein bisschen Schuld. Nein. Nur Heiligkeit. Nur Liebe. Nur Dankbarkeit. Wie geht es? Es ist nur eine Entscheidung. Es ist nur eine Entscheidung. Nein. Nicht das, was trennt. Nicht das, was davon spricht, dass du ein elendiger Sünder bist. Das ist nicht das Denksystem. Sohn Gottes. Lass das einfach sein. Da gibt es nichts zu finden. Du brauchst nicht weiter in der Dunkelheit zu suchen. Da gibt es nichts aufzulösen. Da gibt es nichts zu finden. Nur weil der Haufen riesig aussieht. Ich weiß nicht, ob jemand den Auschwitz kennt. Mit dem Riesenhaufen Scheiße. Heißt es noch nicht, dass es da irgendwas zu finden gibt drin. Lass es. Du bist frei. Es braucht keine Zeit. Es braucht keine Umwandlung. Es braucht gar nichts. Es braucht auch kein Durchgehen durch irgendetwas. Wenn du möchtest, kannst du das. Aber immer nur, um zu erkennen, dass das nicht unbedingt war. Also, ja. Du stehst vollkommen befreit im Licht. Jederzeit. Das ist vielleicht irritierend, weil du jetzt nicht weißt, was du mit deinem konzeptuellen Geist anfangen sollst. Er hat jetzt keine Verwendung mehr. Aber du bist sehr viel mehr als konzeptueller Geist. Du bist überhaupt nicht konzeptueller Geist. Du bist kein Ego. Das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Okay, gut. Es ist eine neue Sicht. Schau dich ein bisschen um in deiner Entschlossenheit, im Licht zu bleiben. Du bist im Licht. Wow, wie sieht es denn da aus? Das ist ja interessant. Ist ja alles so nicht gefangen, nicht dunkel. Hier will mir ja keiner was. Ja, genau. Alles spricht nur davon, es spricht eigentlich alles nur von Frieden. Ja. Den Zweifel brauchst du nicht anwenden. Zweifel bringt gar nichts. Nichts zu finden im Zweifel, außer mehr Zweifel. Okay, gut. Wow. Na dann. Dann
Dann bin ich jetzt mal hier. Ich kann ja eh nirgendwo anders hin. Sechzehn Milliarden Jahre Zeit. Und du bist immer noch hier. In dem Augenblick. Es spielt sich alles nur hier ab. Es ist nicht wirklich eine Wand, das ist einfach nur, es ist nur eine Wolke. Es ist ein Relikt in deinem Geist, ein Relikt, mit dem du die Welt gemacht hast, als Halluzination. Es hat keine Substanz. Es scheint nur fest zu sein, wenn du dich dagegen wehrst. Ja. Widerstrebe nicht den Bösen, heißt es schon in der Bibel. Das war eine ganz konkrete Anwendung für eine Reise ohne Distanz. Die Botschaft hat sich nicht verändert in den letzten 2000 Jahren. Es war immer noch, hey, du bist vollkommen. Alle Macht ist dir gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin auf ewig bei dir. Jetzt. Okay. Okay, ja, es ist okay. Es ist okay. Hab keine Angst vor der Veränderung. Dir geschieht nichts, wenn du die Wolke oder die Begrenzung, die Mauer nicht mehr auf Distanz hältst. Lass sie einfach kollabieren. Lass es einfach kollabieren. Dir geschieht nichts. Wow, okay, gut. Danke. Lass es sich verändern. Schau, du kannst atmen. Es ist frei. Du kannst atmen. Du bist nicht zerstört. Es braucht nur zwei. Es braucht keine weiteren. Es braucht nur zwei, die eine einzige Entscheidung getroffen haben. Okay, nicht den Krieg, stattdessen Frieden. Und Frieden ist Frieden. Und er ist hier, weil wir diese Entscheidung teilen. In unserer Verbindung, in unserer Kommunikation, in der Entscheidung, dass wir ganz sind, liegt das ganze Himmelreich. Und zwar vollkommen sicher. Warum ist das so? Weil wir Gottes Söhne sind. Wir können durch nichts beeinflusst werden. Nicht veränderbar. Vollkommen das, als was wir erschaffen wollen. Wir haben diesen Punkt schon öfters erreicht. Dann sind wir zurückgegangen und haben Bücher darüber geschrieben. Jetzt die drei Musketiere oder was auch immer. Alienentführung. Wir haben aus dieser Idee, aus diesem Punkt etwas gemacht, weil wir dachten, die Welt wäre wahr. Na, jetzt gehen wir einfach nicht zurück, sondern bleiben hier für den Augenblick. Also ich grüße dich als Gottes Sohn, als das, was ich selber bin. Ich bestätige deine Herkunft. Ich bestätige deine Freiheit.
deine Helligkeit aus einer direkten Kenntnis in deinem eigenen Geist. Alles verherrlicht dich und segnet dich und bestätigt, dass du Gottes Sohn bist. Also in dieser Akzeptanz, dieser Bereitwilligkeit, das für dich wahr sein zu lassen, gibst du es automatisch weg. Nicht im Verlust, sondern weil du erkennst, dass in dem Weggeben die Erkenntnis liegt. Du kannst es nicht für dich selbst behalten. Es will sich verschenken, so wie es sich an dich verschenkt. Lass es sich verändern, aber bleib bei deiner Entscheidung. Du bist Licht und nur Licht. Und du willst im Licht sein und nur im Licht sein. Das andere Denksystem brauchen wir nicht mehr. Danke. Für den Augenblick sieht es aus wie eine Anstrengung. Ist es aber eigentlich nicht. Es ist das Natürlichste der Welt, könnten wir sagen. Und du stehst vor der Himmelstür, buchstäblich, wenn du möchtest. Und du brauchst nur deine Hand auszustrecken oder mit anderen Worten, du brauchst nur eine Entscheidung treffen, dass ich die Tür öffne und sie ist offen. Wir stehen hier gemeinsam und warten auf Gottes letzten Schritt. Was alles an zeitlos, was du finden kannst. Danke. In dieser Wehrlosigkeit ist tatsächlich deine vollkommene Stärke. Und hier brauchen wir eigentlich keine Worte mehr.
Es ist eine gegenwärtige Referenz, sie ist jetzt, sie ist vollkommen frisch und neu. Und ewig. Sie ist ja immer verfügbar. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Vielleicht kennst du das aus der Bibel. Schau, wir sind am Abend angelangt. Wir sind am vierten Tag einer vierteiligen Reihe. Und es ist Feierabend im Weinberg. Es ist egal, wenn die Leute reingekommen sind. Es ist egal, wann du dazugekommen bist. Von Anfang an dabei bist oder gerade erst reinschaust. Die Bezahlung ist die gleiche. Und das ist am schwersten für die zu akzeptieren, die von Anfang an dabei waren. Deswegen werden die Letzten die Ersten sein. Das ist so. Die schon 30 Jahre den Kurs machen. Was für eine Idee. So was gibt es nicht. Man kann nicht 30 Jahre den Kurs machen. Aber danke für die, die den Weg bereitet haben. Dass du hierher kommen kannst, dass du in diesen Augenblick treten kannst. Absolut. Okay. Das sind die letzten Lektionen aus dem Übungsbuch 361 bis 365. Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Wow. Wir können uns auf den Kopf stellen, wir sind einfach frei. Ja, egal, was für eine Sünde gerade geschehen ist oder nicht geschehen ist, egal, was es für ein Fehltritt war, wir sind nicht gefangen. Wir sind einfach nicht gefangen. Es ist immer bereits aufgehoben. Ich bin immer, mit anderen Worten, meine Wahrnehmung ist immer zu spät. Ich hinke mit der Wahrnehmung hinterher. Aber hier sein, schau, ja, es ist enorm viel leichtes Licht da, es ist nicht schwer. Es ist eine Lichtprovision, eine Lichtreferenz verfügbar, hier und jetzt. Die vollkommen frisch für dich hereingeholt wurde. Wie auch immer du das erfährst, es ist eine Form von Frieden.
Danke. Such dir irgendeinen aus in diesem Chat. Irgendjemanden. Egal wen. Kannst mich nehmen, irgendwen anders, der was gesagt hat oder nichts gesagt hat. Und dem einfach Gnade geben. Einfach so. Brauchst nicht zu wissen, wie das funktioniert. Lieber Bruder, ich gebe dir Gnade. Ich gebe dir das, was ich empfangen habe. Brauchst einfach nur diese Worte. Verständnis ist nicht erforderlich. Schau. Und wie fühlt sich das an? Hat es Wirkung? Hat es erfahrbare Wirkung? Yes. Du hast den Ruf gehört und geantwortet. Und jetzt wirst du dazu verwendet, dass dieser Ruf gehört werden kann von anderen. Du musst nicht wissen, wie, du trägst es. Du trägst es in dir. Diese Kommunikation, die wir teilen, die nichts mit den Worten zu tun hat, die hier stattfindet, im Geist, die ist in dir aktiv, die ist da. Und die wird genutzt. Du bist bewusst darüber. Du bist ein Leuchtsignal in der Welt von Dunkelheit. Sohn Gottes, kehre zurück. Such nicht in der Dunkelheit. Du kannst nicht leiden. Du kannst im Dunkeln nichts finden. Du bist unendlich geliebt, du bist kein Körper. Ja, es ist schön zu sehen, dass du damit, dass du was anfangen kannst. Danke.
Jesus. Unglaublich, oder? Das ist eine ganz einfache Botschaft, die du trägst. Lass dich einfach so sein, wie du in Wahrheit bist. Zwischenzeitlich sieht es so aus, als wenn wir scheitern oder dass es schwer wäre oder unerträglich. Aber du bist nicht gegangen, du bist da geblieben. Das ist eine Fähigkeit, der du geschult wirst. Nicht, weil Erlösung schwer ist, sondern weil der menschliche Geist zäh ist und an seinen Investitionen festhalten möchte. Es braucht eine gewisse Stehqualität. Im Augenblick nicht wegzulaufen. Und ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, wenn ich sage, deswegen sind auch vor allem Frauen hier. Danke, Dieter, dass du da bist. Wow, danke. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass ihr meine Dankbarkeit spüren könnt und ich kann sie nicht in Worten ausdrücken. Okay. Danke, dass du bereitwillig dafür bist, dass dir alles komplett neu gezeigt wird. Danke, dass du bereit für die Veränderung bist, die in dir geschieht und die durch dich geschieht. Ja, es ist umwerfend. Es ist zu klein für diese Welt und dennoch in allem in dieser Welt enthalten. Das ist die Liebe Gottes. Ja. Die Welt existiert nicht, dennoch ist in allem die Liebe Gottes. Unglaublich, oder? Das ist nicht verstehbar. Wir brauchen es auch nicht verstehen. Aber es ist da, damit wir es erfahren. Es geht um diese Erfahrung, eine universelle Erfahrung. Dazu dient ein Kurs im Wundern. Das, was da ist, ist unendlich geduldig. Es wartet immer
Auf dich, es ist immer da. Dein Erbe. Und von da aus geht's weiter. Okay, gut. Also, ihr Lieben. Für mich ist Landezeit. Und ein Hinweis für dich. Wenn du dich inspiriert fühlst, freue ich mich über deine Spende. Danke, wenn du gespendet hast. Danke. Der Link ist hier. Wenn du möchtest, kannst du morgen dich wieder mit einklinken. Morgen ist Montag. Danke, Dorothee. Der Link dafür ist hier. Ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken. Andrea und Andrea, ich kenne nur eine von euch. Persönlich freue mich, dass ihr beide da seid. Danke, Barbara, dass du mal wieder auftauchst und Christina auch. Dieter, die starke Unterstützung. Dorothee, schön, dich wiederzusehen. Gisela, Heide, unter widrigen Umständen hier drinnen. Helga, schön, dass du aufgetaucht bist heute. Danke, Reider, freue mich, dass du da bist. Regina. Schön, dass jemand aus Berlin dabei ist. Vera und Walraut, danke euch beiden. Also, ja, das war wunderschön, absolut. Und das, es will irgendwas machen und dann lassen wir es machen, lassen wir es machen. Ich liebe dich, Gott segne uns, Gott segne jeden Einzelnen und ich sehe dich in diesem Augenblick vollkommen neu. Bis gleich.